Hallo und herzlich willkommen in einer regnerischen Folge Let's Play Alex. Jetzt, heute kümmern wir uns um Ornye. Ich glaube, er heißt Ornye. Kumpel von Bixby, dem Outlaw hier in der Nähe der Stadt. Und Bixby möchte, dass Ornye wieder mit ihm handelt. Und da werden wir uns jetzt drum kümmern. Aha. Das ist also Ornye. Soll ich dich mal runterschubsen, Kollege? Nein. Vielleicht doch. Ich habe den Outlaw gefunden. Ist er tot? Nein. Ich habe mit ihm geredet. Ach, scheiße. Er möchte, dass du den Handel mit ihm wieder aufnimmst. Du weißt also Bescheid, hä? Aber das kann er vergessen. Wenn einer von Angrims Spitzeln auch nur das Geringste mitbekommt, dann bin ich tot. Oder Schlimmeres. Wegen des Outlaws. Ja? Was genau? Was genau war das Problem? Warum ich aufgehört habe zu schmuggeln? Angrim überwacht die Elex-Schwingungen in der Gegend. Das Risiko beim Schmuggeln von Maschinenteilen ist einfach zu groß geworden. Handwerk 1 habe ich noch. Ich kann ihn nicht überzeugen, außer indem ich ihm viel Geld gebe. Das ist doch bekackt. Hab ich keinen Bock zu. Super! Mission erfolgreich. Nicht. Also, ja, geil. Sag ich mal. Was machen wir denn dann? Haben wir Clanstreit nicht beendet? Und Oran sagt, dass er niemanden bedient. Okay. Ich habe ihn doch schon. Ich habe den Tavernenwirt doch verprügelt, oder nicht? Würde ich ja jede Wette eingehen. Ist das hier die Taverne? Das ist die Taverne. Erstmal was essen. Ist das so? Ja, dann habe ich keine Optionen. Muss ich mal mit seinem Boss reden. Interessanter Gedanke. Gibt das irgendeinen Sinn? Auf mich hört ja keiner. Echt, auf dich würde ich auch nicht hören. Hetzen wir das dem Big Boss? Ich kann ja erstmal mit dem Typen selbst reden. Vielleicht springt er noch eine Kleinigkeit bei raus. Also so wie ich mich aktuell verhalte, bin ich eindeutig ein Outlaw. Was willst du hier? Ich versuche das Haus von Schnösel Hans zu finden. Whitebeard. Ich glaube, Whitebeard war hier um die Ecke. Da, genau. Wie soll das nur weitergehen, wenn wir uns alle auf Maschinen verlassen? Lass mich rein, das ist so nass. Angrim. Übrigens, Sinder schickt mich. Sinder schickt mich. Sinder? Geht es um die Nahrungslieferungen aus dem Wald? Ja, sie sagt, es wird nicht mehr geliefert und lässt fragen, was da los ist. Hat Jora denn nichts gesagt? Verdammt nochmal, den werde ich mir wohl mal zur Brust nehmen müssen. Was ist jetzt mit den Lieferungen? Ich habe Jora damit beauftragt, zu Sinder zu gehen und ihr alles zu erklären. Anscheinend hat er sich nicht an meine Anweisungen gehalten. Wie dem auch sei, um Jora kann ich mich später kümmern. Es werden keine Lieferungen mehr kommen. Meine Leute sind im Wald gestorben. Sie wurden von einem Unhold überrascht. Oh nein, ein Unhold. Mann. Dass man überall für Fähigkeiten braucht für die ganzen Gespräche. Von einem Unhold? Ja. Bis auf die Knochen hat er sie abgenagt und nichts übrig gelassen. Ich werde nicht noch mehr meiner Männer in den Tod schicken. Sinder wird neue Leute finden müssen, die für sie die Drecksarbeit erledigen. Der Eisenclan wird sich nicht nochmal in Gefahr begeben für ein bisschen Fisch und Fleisch. Sag ihr das. Ja, toll. Das ist ja geil. Wegen des Klerikers. Übertrage mir diese Angelegenheit. Du willst mich wohl auf den Arm nehmen.
Warum solltest ausgerechnet du das schaffen, woran sich der halbe Eisenclan die Zähne ausgebissen hat? Weil ich weiß, wen du suchst. Bist du dir sicher? Hä? Falsche Anschuldigungen sind eine schwere Sache. Ganz sicher. Ich bin hier bereits einem Kleriker begegnet. Dann hat sich diese Ratte hier lang genug angemistet. Das wollte ich gar nicht. Ich will ihn tot sehen. Hey. Du wirst das unverzüglich erledigen. Nö. Ist nicht. Hey. Nö. Ich meine, wenn ich der Typ, wenn ich in echt mein Charakter wäre, wüsste ich ja, dass ich das nicht sagen will. Wo bin ich hier? Bei der Speicherung? Was habe ich hier gerade gemacht? Habe ich da hier... Achso, mit Kollege Pillauge hier geredet. Hey, ich hab den Outlaw gefunden. Ich habe bla, 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 bla. Bin des Outlaws übrigens. Ja? Was genau? An? Genau, und da komme ich nicht weiter. Das war der Stand. Und jetzt muss ich... mal hier wieder zu dem Typen nach oben laufen und dem wieder ein paar Kleinigkeiten vertellen. Technik. Das war doch mal eine Abkürzung hier. Oh Mann. Sinder. Sinder schickt mich. Bibabub, blub, 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 blub. Was ist jetzt mit den... Was ist jetzt mit dem? Blub, 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 blub. Von einem Unhold? Ja. Ja, okay. Bis auf die Knochen hat er sie abgenagt und nichts übrig gelassen. Ich werde nicht noch mehr meiner Männer in den Tod schicken. Sinder wird neue Leute finden müssen, die für sie die Drecksarbeit erledigen. Der Eisenclan wird sich nicht nochmal in Gefahr begeben für ein bisschen Fisch und Fleisch. Sag ihr das. Ja, okay. So. Das haben wir dann soweit erledigt. Ist das eine Pflanze zum Aufsammeln? Nein, ist nicht. Hui. Oh. Fast wäre ich zu weit gesprungen. Pinkelst du gerade an dem Baum? Sein Ernst? Man sieht sogar den Strahl. Diese Programmierer sind da auch, also ja, okay, mach, lass dich nicht stören. Pinkelt aufs eigene Feld. Typen gibt's. So, ich bin hier jetzt wieder hier. Ist das das Haus von Sinder? Nur Sinder ist nicht da. Das ist die Gelegenheit. Wenn Sinder nicht da ist, dann kann ich ja alles. Da ist Sinder. So. Mal kurz zwischenspeichern zur Sicherheit. Hey, Sinder. Oh, Sinder schläft. Was ist los? Ja, ich habe mit Angrim gesprochen. Gesprochen. Nämlich. Wann bekomme ich endlich wieder meine Lieferungen? Gar nicht.
Deine Lieferanten sind tot. Tot? Das darf doch nicht wahr sein. Wie soll ich meiner Arbeit nachgehen, wenn auf niemanden mehr Verlass ist? Die sind so unzuverlässig, die sterben einfach. Was denken die sich eigentlich dabei? Gibt es niemand anderen, der für dich gehen kann? Du hast recht. Es gibt nur eine Möglichkeit. Einer der anderen Clans wird mir helfen müssen. Bitte geh für mich zu den Nebelkrähen und zum Hammerclan und frag nach, ob sie mich unterstützen können. Am besten wendest du dich an ihre Anführer, Ragnar und Cormac. Ja. Dann haben wir einen Plan, wa? Die Wache war kurz was essen holen. Ja, Ragnar und Cormac. Die waren doch beide hier die Treppe hoch. Und dann, Cormac weiß ich nicht so ganz genau. Cormac nicht gleich hier? In dem Haus? Nee, das waren hier lauter Heiler, wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Was ist denn nur los? Tschüss. Nö. Hast du Stormson gesehen? Sag, dass du ihn gesehen hast. Kann schon sein. Hat er dir zufällig gesagt, wohin er aufgebrochen ist? Nein, daran kann ich mich nicht erinnern. Ach, so ein Ärger. Dabei hatte ich gehofft, dass du mir weiterhelfen kannst. Das ist aber eine geile Hast du dich Quest. In der Taverne umgesehen? Das war nicht nötig, dort ist er nicht. Also nicht mehr. Ein paar Kerle haben ihn dort aufgegriffen. Wenn das stimmt, was ich gehört habe, waren das gewiss keine Freunde von ihm. Was waren das für Kerle? Alle Aussagen sind recht vage. Niemand konnte mir etwas Genaues sagen. Konnten sie nicht oder wollten sie nicht? Du meinst, sie verschweigen es mir mit Absicht? Exakt. Das würde bedeuten, dass Angrim dahinter steckt. Das verschlimmert die Angelegenheit. Ich werde Stormson ausfindig machen. Denkst du, du kannst Angrim zum Reden bringen? Das werde ich. Verlass dich drauf. Sei aber vorsichtig. Er ist nicht zimperlich. Du siehst ja, was passieren kann. Ich komme klar. Ja, okay. Warum will Angrim Stormson beseitigen? Er hat sich offen gegen das Gesetz gestellt und hat sich auf die falschen Leute eingelassen. Jemand hat ihn verraten? Ja, Angrims Spitzel, die Angehörigen des Eisenclans, sitzen überall. Aber der arme Teufel konnte seine Klappe ja nicht halten. Sieht ganz so aus. Tja, schon doof. Jetzt geht's einfach weg. Ja, ich wollte ja jetzt sowieso mal nochmal mit Ragnar reden. So, war das hier Cormac, der da, dieser Droide hier irgendwo, da hinten? Bist du Cormac? Nee, Kaldrim. Kann man mit dir reden? Nö. Er lässt einfach nicht mit sich reden. So, das war Angrim. Schnupsi hier, Heini selbst. Wo bist du? Nö. Was war denn das hier? Raum. Wer treibt sich hier herum? Alles gut, ich mach doch gar nichts. Das ja nicht nochmal. Seid doch nicht alle gleich böse. Ich bin nur kurz ins Schlafzimmer reingebewegt. Gehe ich hier in das Haus rein und guck, ob ich da ein Bett finde. Siehste, Bums. Schlafen wir eben mal schnell eine Runde. Klau hier ja nichts. Ach. Ha, jetzt hat's geklappt. Ich war schneller als Wenn die Wache. Wenn du was klaust, stirbst du. Jo, alles klar. Ach, das ist ein Typ von hinten. Ich dachte, was hat der für einen komischen Kopf? Okay. Ich muss doch hier hin für den einen.
von den Bossen oder nicht. Na, da ist er doch. Angrim. Erst nochmal speichern und jetzt. Hast du etwas mit Stormsons Verschwinden zu tun? Stormson? Wer soll das sein? Du kennst hier jeden Grashalm und willst mir weismachen, du weißt nicht, wer er ist? Warum sollte ich mein Wissen mit dir teilen? Ich bin dir keine Rechenschaft schuldig. Weil ich sicher bin, dass du deine Finger mit im Spiel hast. Ich sage dir jetzt mal was. Dieser Kerl dachte, er könnte unsere Regeln auf den Kopf stellen. Hausierte mit seinen wirren Ideen bei unseren Männern herum. Das konnte ich nicht zulassen. Aha. Also hast du ihn umgebracht. Vorsicht, Junge. Ich bin immerhin ein Warlord. Pass auf mit dem, was du da von dir gibst. Stimmt es denn nicht? Er hat bekommen, was er verdient hat. Ich habe ihn in die Wälder bringen lassen. Und dort wird er den Tod finden. Such sie auf, falls du noch eine Rechnung mit ihm offen hast. Andernfalls wird sein sündiger Kadaver bald in der Erde verrotten. Okay, das ist da schon eine miese Angelegenheit. Dann suche er doch mal seine Freundin wieder. Die war hier hinten irgendwo weiter. Da. Die war doch Heilerin, dann ist sie doch bestimmt entweder auf dem Feld. Bist du das? Ja, genau. Angrim hat Stormson in die Wälder abführen lassen. Das ist ja schrecklich. Dann besteht kaum noch Hoffnung. Bitte, geh dem Kommando hinterher. Vielleicht kannst du sie ja noch umstimmen. Super. In die Wälder. Ich habe ja schon einen anderen Quest. Offene Rechnung. Clanstreit. Wollte ich eigentlich machen. Na gut, machen wir jetzt dann. Aber nächste Folge weiter. Boah, Alter. Ich glaube, ich bin auch mittlerweile ein bisschen zu durch zum Weiteraufnehmen. Mach mal kurz. Oh, gut. Eine Folge geht noch. Oder zwei. Und damit beende ich dann die Folge. Und tschüss.